Nach einem Gottesdienst in einer Frankfurter Kirchengemeinde der Baptisten haben sich mindestens 107 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der hessische Gesundheitsminister mit. Zunächst war von mehr als 40 Infizierten die Rede. Die Betroffenen lebten in Frankfurt und drei hessischen Landkreisen. Der Gottesdienst fand bereits am 10. Mai statt. Wie viele Besucher zu dem Gottesdienst kamen, war zunächst nicht bekannt. Die Gemeinde kann sich den Ausbruch nicht erklären, da die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten worden seien. Es habe Desinfektionsmittel gegeben. Der vorgeschriebene Abstand sei beachtet worden.